Ein herzliches Willkommen zur ersten Ausgabe von dem Nextcast Podcast. Hier mit mir, dem Marco, und mit dabei haben wir den Benny. Welcome everybody and let's face. Er kann übrigens auch Deutsch sprechen. Oh no, this is not good. Doch, das ist gut. Also, was Good. ist Nextcast für alle, die noch uns nicht so kennen? Nextcast ist ein wöchentlicher Podcast über Themen der digitalen Welt, egal ob Games, Technik oder Entertainment. Wir reden darüber. Ja, wer sind wir? Wir sind die Moderatoren Marco Mohr und das bin ich und natürlich der Benjamin Ott, der mit dabei ist. Und wir diskutieren über das, was euch interessiert. Und natürlich eine Prise Unterhaltung ist auch immer dabei. Also zuhören und genießen. So, das unsere erste Folge ist. Wir hatten zwar noch eine Pilotfolge, die auf eplay-tv.de zu finden ist, aber das unsere erste richtige Ausgabe ist, kann es sein, dass noch ein paar Fehler vorkommen. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Ja, Vielen gut. Dank. Wir leiten Sie jetzt nun weiter zu dem nächsten Gespräch. Genau. Und zwar das nächste Gespräch. Es geht erstmal um ein paar News, die so in letzter Zeit aufgetaucht sind. Ein paar Neuigkeiten, die die Welt nicht braucht. Na Und doch, vielleicht zwar schon. das erste. Ja gut, teilweise. Für die es interessiert. Interessant ist auf jeden Fall natürlich Browser. Jeder nutzt Browser, der gerade uns zuhört, sonst können man uns nicht erreichen. Das ist klar. Und Doch. zwar Browser sind. Ja, ich denke mal, aber irgendwie schon immer Browser. Also, wie willst du schon uns erreichen? Über iTunes? Das ist. Ja, aber immer noch. iTunes hat auch so eine Browser-Funktion, könnte man sagen. Also, Browser ist irgendwie immer das, was man benötigt. Ist irgendwie integriert in verschiedenen Sachen. Beispiel, MP3-Player. Navigation, keine Ahnung, überall ist irgendwie so ein Browser drin. Egal, die typischen Browser aber sind natürlich Internet Explorer, der Firefox, Opera, Safari, Chrome und noch weitere. Und natürlich gehört das zu den meistgenutzten Programmen. Täglich surfen wir damit durchs Internet und manchmal bleiben wir doch stehen, lesen uns eine News durch oder hören halt unseren Podcast hier oder auch spielt man ein sogenanntes Browserspiel. Browserspiele, das sind so kleine, meistens Flash-basierte Anwendungen, meistens auch 2D-Grafik Oder auch und über nicht gerade Java. besonders, ja, oder Java und nicht gerade besonders ansehnlich. Gibt zwar einige Ausnahmen, wie Quake Live, aber das war's auch schon. Aber jetzt soll es so weit kommen, der Ex-Präsident von Sony Worldwide Studios ist nämlich der Ansicht, dass es in 5 bis 10 Jahren so sein wird, dass der Browser als Spieleplattform werden könnte. Die Spielequalität soll dann wie zum Beispiel Call of Duty Modern Warfare 2 sein, also schon wirklich Spielegrafik wie auf PC und möglich sein soll es auf PC, Handy oder sogar auch Tablet-PC, also beispielsweise das VTab oder halt das, was es halt noch sonst gibt. Ja, WeTab. Dann was VTab gab? oder dann das Samsung Galaxy Tab, das sind halt die ganzen bekannten Genau. Tablets. Aber frag mich, warum du Das das WePad Tablets erwähnst. Aber okay. VTab, Ist ja das ist ja halt ja auch benannt. eigentlich eine Sache von Apple, ne? VTab ist hat nichts mit Apple zu tun. Das ist von Neophonie oder so heißen die. Gab's da nicht auch was? Ah, das iPad, genau. Das iPad war Ja, das iPad. Das ist aber eigentlich nur eine Art Vergrößerung des iPhones. Das ist ja auch eigentlich ein Tablet-PC, ist sozusagen ein Smartphone in größer und bis auf das Galaxy Tab von Samsung ist alles ohne Telefonfunktion. Also das Galaxy Tab ist das Einzige, womit man dann auch telefonieren kann. Was eigentlich ziemlich praktisch ist, aber da muss man natürlich mit Headset nutzen, weil ich meine, so einen schweren Klotz in der Hand, naja. Ja, versuch das mal. Das ist geil. Du kannst es nicht Es auf die gibt auch Schulter noch legen und dann das. so mal hören. Es geht nicht. Ja, es gibt aber noch eine bessere Version. Also ein Zwischen-Tablet und Smartphone. Das ist dann zum Beispiel das Dell Streak. Das ist ein bisschen kleiner.
ist dann halt ein Smartphone, aber halt auch wieder größer, ist sozusagen ein Tablet-Smartphone. Das ist, finde ich, am besten eigentlich. Ist aber noch nicht so ganz weit ausgebaut. Naja, machen wir erstmal weiter. Und zwar kann man ja auch damit surfen. Und in Korea zum Beispiel ist das jetzt so, verpackte Spiele, so jetzt hier dem Laden zu kaufen sind, die spielen da keine Rolle mehr. Alles wird dort digital über das Internet vertrieben. Also man kauft sich alles online, beispielsweise Amazon oder irgendwelche anderen speziellen Gaming-Shops. Ja, und der Ex-Präsident ist der Meinung, wer als erstes einen Browser entwickelt, der grafisch aufwendige Anwendungen darstellen kann, beispielsweise halt Call of Duty für Browser oder so, der erstellt damit die Plattform von morgen, also die Zukunftsplattform der Spiele. Nun natürlich stellt sich die Frage, wenn es wirklich zu diesem Wandel kommt, der auch in der Musikindustrie schon Durchzug, also bei Musikindustrie kennt, weiß ja jeder, wenige kaufen sich noch im Laden ganz normale CDs, sondern die meisten laden sie es runter, ob legal oder illegal, das ist natürlich auch eine Frage. Ja, wer halt so einen Browser der Zukunft entwickelt, es kann der Firefox sein, also beziehungsweise Mozilla, es kann Microsoft sein. Ja, Firefox durch seine Offenheit, der Internet Explorer durch seine Windows-Integrierung, was ja auch eine Rolle spielt, vielleicht auch Chrome. Der ist nämlich flott unterwegs und damit wäre es auch für ja aufwendige Anwendungen ganz gut geeignet. Aber vielleicht kommt ein ganz neuer Browser von einem ganz neuen Entwickler vielleicht auch, der dann irgendwie überraschenderweise auf den Markt kommt und dann alles umstülpt und mit seiner Spieletauglichkeit und überzeugt. Das ist natürlich auch eine Frage. Genau. Fragen über Fragen, die uns nie beantwortet werden irgendwie. Genau, wie siehst du das, Benny? Ja, Browser ist eine, also Browserspiele ist eigentlich eine schöne Sache, muss man ja sagen. Bloß, es kommt dieses wundervolle Aber bei mir. Dafür muss es wirklich ressourcenschonend sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema mit Java überdenke, du hast den Browser offen, dann kommt die Java-Konsole und die Java-Konsole, bis die fertig geladen hat, dauert schon mal so eine Zeit. Und wenn man einen älteren PC hat, dauert das noch ein bisschen länger. Dann kann es mal gut sein, dass du mal eine Stunde lädst für ein richtiges Spiel. Nee, aber wie gesagt, da wird auch erwähnt, vielleicht wird irgendwann ein Browser entwickelt, der sowas kann. Kann ja möglich sein. Dann müsste aber wahrscheinlich eine neue Programmierung her, also eine neue Programmiersprache. Weil ich meine, Flash und Java sind ja schon mit den aktuellsten Sachen ja ziemlich ausgelastet. Ja gut, eigentlich der Opera, ne? Also Opera hat ja Java integriert direkt. Ja, erstmal schön Werbung für Opera machen, genau. Ja, es kann auch Internet Explorer sein, wer weiß, vielleicht kann Microsoft doch noch überraschen, wobei ich das eher weniger denke. Denke ich auch. Aber hat natürlich den Vorteil der Windows-Integrierung, das heißt, möglicherweise kann man mit dem Internet Explorer, der wird dann irgendwas von Windows noch irgendwie abgreifen und irgendwie noch Unterstützung herholen, vielleicht geht's damit. Aber wäre dann aber ziemlich beschränkt, weil Internet Explorer, dann müsste man unbedingt auch Windows haben, das wäre dann wieder so eine Monopolausnutzung. Ist auch nicht ganz toll. Ja, mit Quake Live ist ja eigentlich schon das Maximalste erreicht, ne? Ich weiß nicht, ob ihr Quake Live kennt, das ist halt so ein 3D-Shooter im Browser. Und sieht auch schon ganz gut aus, aber halt, das ist schon wirklich bisher von Flash. Ich glaube, das ist Flash, ich weiß nicht genau, müsste glaube ich Flash sein. Oder auf jeden Fall wird Das dann ist halbes ein Flash Spitz. eigentlich. Ja, es wird auf jeden Fall noch ein spezielles Add-on runtergeladen. Das heißt, es ist ein Browserspiel, aber man muss aber natürlich was runterladen und zwar ein Add-on für Firefox meinetwegen oder Safari oder Internet Explorer, was auch immer. Und damit wird dann halt erst das bisschen unterstützt. Jo, das war's eigentlich dazu. Gut. Dann haben wir auch keine Meinung von euch dazu. Aber wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt sie einfach in die Comments. Entweder unter der News oder unter dem Podcast. Hier. Drunter. In die Comments. Genau. Gran Turismo 5. Ja, wir wissen es. Es hat sehr lange gedauert, bis es erschienen ist. Und man hat es ja auch wirklich so ein bisschen in die Herzen geschlossen, ne?
wenn man schon von Gran Turismo 5 spricht. Und es ist ja nun erschienen, ich glaube, das war Ende November und war es Ende November? Hilft mir jemand auf die Sprünge? War das Ende November? Ja. Gut. Das ist Teamgeist hier. Und Sony hat dazu nun die Verkaufszahlen veröffentlicht und da geht hervor, dass von der kompletten Gran Turismo-Serie, die seit Dezember 1997 in Japan erschienen ist, bis zum Datum 6. Dezember, das war ein Montag, insgesamt von allen fünf Teilen, festhalten bitte, 60 Millionen Exemplare verkauft worden sind. Weltweit. Oh. Ja. Und wenn man es jetzt über den aktuellen Teil wissen möchte, da kann man sagen, dass es auch bis zum 6. Dezember insgesamt so circa 5,5 Millionen Exemplare über die Ladentheke gegangen sind. 5,5 Millionen. Und das ist ja mal eine gute Leistung, ne? Und so merkt man natürlich auch, dass die Fans natürlich immer noch an Gran Turismo hängen und nicht einfach das Spiel fallen lassen, weil das so oft verschoben worden ist. Aber, wie ihr auch in der News geschrieben habt, kann es tatsächlich auch noch ein bisschen mehr werden bis Ende des Jahres. Meine Schätzung liegt so zwischen 6 und 7 Millionen. Marco? Ja. Ja. Was soll man Ist noch das so schön? sagen? Ist das Ist natürlich. ja. Gran Turismo hat noch lange darauf gewartet und jetzt erwartet man natürlich auch, dass es sich gut verkauft. Das ist ja klar. Genau, habe ich mir auch gesagt. Sonst würde ich mir ja nicht irgendwann mal vielleicht eine PS3 holen oder gewinnen. Da muss man ja auch drauf achten, wie das jetzt mit, wie heißt das, Duke Nukem Forever wird. Ob das auch gut wird oder ob es doch ein Flop wird. Wobei ich das natürlich weniger denke, da die ersten 10 ja ganz schon gut aussehen. Duke Nukem Forever. Scheint das nicht irgendwann 2011? Ja. Meine ich doch. Ich habe da irgendwas schon mal so geschrieben, irgendwie sowas. Ja, also ich sag mal auch, Duke Nukem Forever ist ja eigentlich auch sehr oft verschoben worden, ne? Glaube ich. Und Ziemlich ja, oft. es kommt drauf an, wie die Community das findet. Wenn ihr sagt, oh guck mal, geil, neue Futures, trotzdem gut, ne? Dann denke ich es mir schon. Aber naja, was ich auf jeden Fall weiß, dass das Spiel, dass es Attack-Schiffe, Alien-Tropfenschiffe, Pick-Koops, Assault-Trooper und Kommandore, Recon und Recon-Fahrräder und natürlich vieles mehr geben würde. Das weiß ich schon. Das war jetzt zu viel, ne? Okay. Das war zu viel gerade. Ich habe eben den Bahnhof verstanden. Ja, okay. Duke Nukem Forever 2011 und wann weiß man nicht. Okay. Wir hoffen, es erscheint einfach nur. Irgendwann abwarten. Release-Liste verfolgen. Gucken. Wissen. Aber ich frage mich auch, was die Entwickler wirklich sich dabei denken. Ich meine, wie ist das Gefühl, wenn man ein Spiel nach so langer Zeit endlich rausgebracht hat? Jetzt spreche ich gerade von Gran Turismo 5, ne? Und dann, es ist endlich, man sieht, es hat Erfolg. Dann ist es Ja. bestimmt eine richtige Erleichterung, nach so langer Zeit es doch auf den Markt gebracht zu haben. Und dann geht das noch gut los, und dann denkt man so, hat sich doch gelohnt. Ja, aber ich denke mir mal, was die sich so jetzt ungefähr denken, sagen sich, oh, gucke mal, es ist gut in den Handel gestartet.